Ich möchte gleich vorweg sagen, ich werde jetzt ziemlich schimpfen über die Opposition. Aber das heißt nicht, dass ich gleichzeitig auch die Biolandwirtschaft voll verurteile. Ich habe schon 2008 und 2009 zwei Artikel geschrieben, dass man organotransgene Strategien ernsthaft in Betracht ziehen sollte. Beide Landwirtschaftsmethoden, die organischen und die transgene Methoden, haben ihren Vor- und ihre Nachteile. Und wenn man aber die Vorteile miteinander kombinieren würde, wobei der Anteil der organischen Landwirtschaft kleiner ist in meinen Augen, aber immerhin, er ist noch da, und eine organotransgene Kombination, ein Kompromiss, wäre eigentlich das Richtige. Ich werde sprechen über die schandbaren Falschdarstellungen der Gentechnologie durch die Fundamentalisten. Das ist mein Thema heute. Und das geht nicht nur um das Schimpfen, das geht auch um die Gründe, weshalb solche Diskriminierung heute stattfindet. Und die hat ihren Ursprung in ganz allgemeinen menschlichen Verhaltensweisen. Es gibt genügend wissenschaftliche Literatur, die zeigt, dass Angst ein wichtiger Motor menschlichen Verhaltens ist, ob positiv oder negativ. Es ist wichtig, wenn Sie über die Straße laufen und so weiter. Angst ist ein wichtiges Element unseres Verhaltens und Überlebens. Aber es gibt auch eine Angst, die künstlich und kommerziell geschürt wird. Und das wird das Thema sein dieses Vortrages. Ganz klar ist es, dass die moderne Landwirtschaft und Zuchtmethodik hat die entscheidenden Fortschritte in der Erntestatistik gebracht. Da gibt es nichts zu deuteln, das ist einfach sonnenklar. Nur ist das den Gegnern nicht sonnenklar. Die bestreiten das, trotz klaren wissenschaftlichen Daten, oder? Und ich finde das eine Schande. Dann ist wichtig zu wissen, nur aus Grundlage, aber das haben wir heute Morgen schon gut gehört, Gene Editing und normale Pflanzenzucht unterscheiden sich entscheidend dadurch, dass hier viele Gene noch drin sind, die man eigentlich gar nicht will über die Kreuzung. Und bei der Gene-Editing-Methode ist es oft dann wirklich nur ein einziges Gen, das hier noch wunschgemäß oder sogar nur Teile, die wunschgemäß hineinkommen. Also ist diese Methode viel genauer, präziser und ist unbestritten die sicherere Methode. Das ist kein Zweifel. Und das haben alle Resultate bisher gezeigt. Nur die Gründe, weshalb die Gentechnik derart diskriminiert wird, um die soll es heute gehen. Das ist wirklich keine schöne Story, kann ich Ihnen sagen. Es ist ja klar, wenn wir zum Beispiel die Erdbeersaison ist jetzt angelaufen, oder? Die Erdbeere selber ist ein riesenkompliziertes genomisches Gebilde, oder? Eine Komplexität, die höchstens vielleicht beim Weizen noch erreicht wird und beim Mais, aber nicht bei der Hirse zum Beispiel. Also ich kann da gar nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall sind das oktoploide Gebilde, das heißt achtfachen Chromosomensatz aus aller Welt eingebaut. Und da könnte man dann vielleicht doch eher noch Angst kriegen davor. Aber sie sind ja so gut, die Erdbeeren. Und so gesund. Also, jetzt bedenklichere Methoden, die schon lange angewendet werden, Bestrahlung, da sind sie
in 60 Minuten mausetot neben dieser Bestrahlungsturmsituation. Und hier ich habe das verwechselt. Hier 60 Minuten und hier 3,5 Minuten. Sind sie einfach tot, wenn sie sich dorthin stellen. Das sind Bestrahlungsstärken, die wirklich dramatisch sind. Und es gibt etwa 3.000 offiziell bestrahlungsgezüchtete Sorten. Dazu gehört auch der Brotweizen. Unser heiliges Brot ist bestrahlungsgezogen. Donnerwetter, wer weiß das schon? Wer will das auch wissen? Das will doch niemand wissen. Das ist ja alles in Ordnung und es hat auch keine Schäden gegeben. Das stimmt. Wir haben jetzt Jahrzehnte Erfahrung und es hat nichts gemacht. Aber trotzdem wird jetzt der Europäische Gewächshof wird jetzt hier Zweifel sehen und sagen, Bestrahlungszucht könnte gefährlich sein und muss reguliert werden. Wenn Sie die Daten genau studieren, es ist also, ich kann es nicht anders sagen als zum Kotzen, wie hier die Rückschritte gemacht werden in Sachen Sicherheitsdenken. Ja, ich habe bei Barilla einen Vortrag gegeben auf der höchsten Produktionsebene in Milano und habe mir erlaubt, so einen Frankenstein hineinzupulvern in ihre Barilla Nudeln oder was ist das, Farfalle. Und zuerst waren die gar nicht zufrieden. Ich habe ihnen dann erklärt, wie das Bild zustande kommt und dann waren sie eigentlich wieder zufrieden. Aber sie wissen jetzt, dass ihre Teigwaren aus Weizen bestehen, der bestrahlungsmutiert ist. Oder? Donnerwetter. Das haben die nicht gewusst bei Barilla. In Milano. Das mussten sie von mir lernen. Und zuerst sind sie tief erschrocken und dann waren sie wieder zufrieden. Es ist klar, wir haben dramatische Fortschritte in der Züchtung. Und ich will da gar nicht auf die Einzelheiten eingehen von diesem Bild. Es wird sich noch erweitern hier. Innerhalb weniger Jahre. Wir werden neue Methoden kennenlernen. Wir werden neue Arten der Züchtung kriegen und wir werden vielleicht sogar noch lernen, mit alten Sorten besser umzugehen in der Zukunft, die ja immer noch bewahrt werden in Svalbard zum Beispiel. Tausende von alten Getreidesorten werden dort aufbewahrt. Also wir stehen vor einer tollen Zukunft des Fortschritts. Immer noch. Und das wird den fundamentalistischen Gegnern noch immer mehr Angst machen. Das kann ich schon jetzt garantieren. Also, jetzt geht es weiter. Geht aber nicht. Doch. Es ist so, ich kann das nur kurz zusammenfassen. Heutzutage gibt es transgene Methoden, es gibt Gene Editing, das gemischt ist und manchmal Fremd-DNA hat, manchmal nicht. Und so weiter. Es ist ein kompliziertes Gebilde, was wir heute haben in der Methodik, schon jetzt. Und ich bin hier ganz einverstanden mit Henry Miller. Wir brauchen dringend eine Vereinfachung der Regulierung. Und die sich rein auf die Sicherheitsmethodik ausrichtet und nicht auf irgendwelche fundamentalistischen Unterschiede, die man natürlich theoretisch machen kann. Ich möchte hier ein Glyphosat-Beispiel erwähnen, wie Propaganda in märchenhafter Weise betrieben wird. Glyphosat gilt als krebserregend nach einer der IARC-Studien. Nur muss man wissen, dass der Studienleiter dieser Studie, der Experte, der hier präsidierte, der hat eine ganz einseitige Meinung gehabt und der hat es sogar zustande gebracht, positive Arbeiten aus dieser ersten Studie zu verbannen. Und der hat
auf Berndeutsch gesagt, es ist ein Schießhund. Man kann das nicht anders sagen. Es ist ja schon Paracelsus, unser Schweizer Forscher, hat gesagt, dass es auf die Prozente ankommt oder auf die Konzentration, ob etwas giftig ist oder nicht. Aber das haben die Fundamentalisten vollständig vergessen. Die kennen Paracelsus wahrscheinlich überhaupt nicht und diese wissenschaftlichen Grundprinzipien. Es wird behauptet und es kam in allen Zeitungen, Glyphosat im Bier, Panik, europaweit, in allen Zeitungen, auch in den renommiertesten Zeitungen kam das fast unreflektiert, Glyphosat hat es im Bier. Nur ist das kleine Detail das, dass sie pro Tag 1000 Flaschen trinken müssen, um überhaupt ein bisschen Bauchweh zu bekommen vom Glyphosat. Oder? Das ist in sehr mikroskopischen Menge vorhanden, so wie auch andere Pestizide und andere Umweltstoffe, oder, die fremd sind im Bier. Das ist alles, aber wird alles verschwiegen, Glyphosat im Bier. Jetzt geht die Welt schon fast unter, oder? Es ist einfach wirklich eine schlimme Sache. Und da gibt es 2 Milliarden Entschädigung nach einem kalifornischen Gericht vor ein paar Tagen. Und wenn man die Urteilsbegründung, die kurze nachliest, es ist überhaupt nicht von wissenschaftlichen Argumenten die Rede. Es ist nur Glyphosat, das sogenannt krebserregend ist. Die zweite IARC-Studie von der WHO, die wird nie erwähnt. Es gibt eine zweite Studie, die das überhaupt in Frage stellt, und zwar gründlich in Frage stellt, dass hier Krebserregung vorliegt. Es ist gar nicht so. Hier ist diese Studie, das neueste Urteil, ja. Und das ist diese Studie, die im April 2019 herauskam. Und es gibt Dutzende von Zeitungsmeldungen über dieses 2 Milliarden Urteil, ohne dass diese Studie erwähnt wird. Die existiert für diese Leute überhaupt nicht. Die zeigt ganz klar, ein EPA verfolgt ihre seit Jahren feststehenden Meinung zu Glyphosat bei korrekter Anwendung und Maßnahmen zur Reduzierung der Sprühwolken besteht kein Grund, Glyphosat als Risikoherbizid einzustufen. Und weiter unten steht dann auch, Krebserregung, Mist, existiert gar nicht so in dieser Form. Also es ist eigentlich klar wissenschaftlich, aber ein kalifornischer Richter mit seinen dummen Geschworenen spricht diesem sogenannten Opfer 2 Milliarden zu 1 Milliarde pro Person. Oder? Also grotesk, aber beruhigen Sie sich, Monsanto hat Berufung eingelegt und dort werden dann, je höher das die Gerichtsbarkeit geht, werden dann auch wissenschaftliche Argumente berücksichtigt. Und das wird sich in Luft auflösen, meiner Meinung nach. Da bin ich ein aggressiver Optimist. Hier sehen wir die Giftigkeit, die akute Giftigkeit von Kaffein und von Glyphosat. Das ist also, bei Kaffein braucht es nur 190 Milligramm und bei Glyphosat 5600, um die gleiche Giftigkeit zu erzeugen. Die chronische Toxizität, ähnlich Kaffee da unten, schon im roten, gefährlichen Bereich, und das Herbizid oben noch im grünen Bereich. Das sind wissenschaftlich ergründete Tatsachen. Aber das spielt für diese Fundamentalisten keine Rolle. Glyphosat ist jetzt einfach schon ein Feindwort. Es ist schon so, Glyphosat unbedacht angewendet, wie das oft in Argentinien passiert, das habe ich mit eigenen Augen gesehen, das führt zu Mega-Monokulturen, die auch nicht gut sind. Und das wird jetzt aber auch korrigiert. Und zwar gesteuert
man glaubt es kaum, auch von Monsanto. Monsanto ist auch gegen diese Mega-Monokulturen. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen, im Hauptquartier und in Argentinien, bei Rosario zum Beispiel. Also, dann kommt noch eine kleine Nebenbemerkung dazu. Alle wichtigen Getreidesorten, die wir haben, sind aus einartigen Monokulturen entstanden. Aus Einartkulturen. Das ist also eine natürliche Entwicklung. Man hat die gescheiten frühen Bauern, die haben bereits gesehen, dass die einartigen Kulturen wie Hirse, Weizen, Mais und Reis, dass das natürliche, einartige Kulturen sind, die man weiter fördern kann. Und also Monokulturen sind nur zum Teil künstlich. Sie sind, haben einen natürlichen Ursprung. Dazu gibt es eine reiche Literatur. Ich werde sprechen über die Politics of Fear, das heißt die Politik der Angstmacherei, und dann auch über die Stigmatisierung. Die haben ja einen Zusammenhang. Und das sind zwei wichtige Elemente in dieser übertriebenen Regulation. Da werde ich ganz kurz was sagen dazu. Aber zuerst noch zwei Vorbemerkungen mit zwei Dias. Wenn Sie dann wissen wollen, was wirklich gefährlich ist, dann müssen Sie das Wort ISIS brauchen und ihre Vertreibung aus Syrien und die Kapitalflüsse, die durch alle Schweizer, europäischen Banken gestützt werden. Also wenn die europäischen Banken die ISIS-Gelder sperren würden, was zweimal im Europarat besprochen wurde und abgelehnt wurde, dann hätten wir praktisch keine ISIS mehr. Aber so haben sie noch ihre Milliarden. Das ist auch zum Kotzen, so etwas. Da sehen Sie die Statistik. Es ist ganz klar, übrigens sind auch die Schweizer Banken beteiligt hier. Also da möchte ich die gar nicht ausnehmen. Aber davon spricht ja keiner, oder? Das darf man gar nicht wissen und sagen, oder? Also, und jetzt begründete Angst. Habe ich schon gesagt, Angst ist ja ein Hauptmotor und gar nicht so schlecht als Lebensweise, aber sie wird eben ausgenutzt von den Fundamentalisten, sie wird künstlich geschürt mit falschen Argumenten, die überhaupt nicht der Wirklichkeit entsprechen. Mit solchen Bildern zum Beispiel, zum wahnsinnig werden. Und die haben ihre Wirkung, diese polemischen Bilder haben ihre Wirkung. Da glauben die Leute dann, so etwas kann man produzieren, oder? Oder die Julie Delpy, die sagt, sie rauche nur Bio-Zigaretten und sonst lebt sie vegetarisch, oder? Eine Apotheose der Heuchelei in meinen Augen. Aber es wurde gut publiziert, so, oder? Oder hier diese Crop Wars. Da wird es dargestellt, als das wäre etwas wahnsinnig Gefährliches, so ein Gentech-Pflanzenfeld, oder? Dann muss man sich schützen und mit Gesichtsmasken und so weiter. Und das hat der Clore, der Case Clore hat das gut beschrieben und sehr zynisch beschrieben, wie das abläuft. Oder dann gibt es auch Falschmeldungen, oder? Die Indians. In Indien haben sie ein Problem mit transgenen Pflanzen und nicht in Amerika mit den amerikanischen Indien, oder? Das ist eine Idiotie, oder? Aber ein symbolisches Bild, oder? Ich bin für Genepeace und nicht für Greenpeace. Oder dann auch unsere Getreidesorten. Das ist, geht wild durcheinander, oder? Und das ist eine wissenschaftliche Untersuchung von Adrian Dubok. Und das kann man genau nachlesen, oder? Da gibt es keine heiligen Ursprünge der Weizensorten. Das gibt es gar nicht mehr, oder? Oder dann, ja, wer ist da eigentlich fremd im Land, oder? Diese beiden
Cartoons geben einem schon zu denken, die brauche ich ja nicht zu kommentieren, oder? Das ist nicht so einfach. Oder dann das, das ist ja grotesk, oder? Haben Sie gewusst, dass die Euronoten aus transgenem Baumwolle gemacht sind? Die rühren Sie jeden Tag an, oder, wenn Sie Europäer sind, oder? Und werden aber nicht krank davon, oder? Aber es ist BT-Baumwolle, verdammt nochmal. Also die Welt ist nicht so einfach. Lösungsansätze, noch ganz zum Schluss, noch 4 Minuten habe ich noch. Oder ja, glaube ich, ja. Die sind in einem professionellen Diskurs drin. Das heißt, man muss schwierige Probleme, das heißt wicked problems, muss man zu bewältigen versuchen. Das hat nichts mit diesen zweidimensionalen Diskussionen zu tun. Das heißt, die Diskurssituation, was ich da auch geschrieben habe und neuerdings auch wieder schreiben werde, haben Churchman, Rittel und wir haben das mal genauestens beschrieben. Und darunter fallen zum Beispiel auch die Prinzipien, dass es verschiedenartige Sorten von Wissen gibt. Nicht nur das faktische Wissen und wir haben immer recht und fertig. Sondern es gibt eben das deontische Wissen, das heißt das Wissen, wie es sein sollte, das Erklärungswissen, wie die Strukturen sind, das instrumentale Wissen, das prozedurale Wissen, das konzeptuelle Wissen und das traditionelle Wissen. Nicht zu vergessen, das ist ein sehr wertvolles Wissen und wurde von unseren früheren Wissenschaftlern systematisch missachtet. Dabei liegt sehr viel Weisheit in diesem traditionellen Wissen drin. Das betrifft vor allem auch die Bauern. Man sollte mehr Respekt haben. Es gibt kaum wissenschaftliche oder irgendwelche schönen Versammlungen zu Gentechnologie, wo die Bauern überhaupt eingeladen sind. Ich finde das einfach ein Witz, oder? Ja, die Debatte über die Gentechnik, noch ein eher optimistisches Wort. Die Grünen in Deutschland beginnen nachzudenken, ob diese Opposition gegenüber Gentech wirklich das Wahre sei. Die Kühnast wird hier in Frage gestellt. Mit guten Argumenten, können Sie alles nachlesen in diesem Link da. Und ich selber habe ja mit Bauern aus Nordamerika, den amischen Farmen, habe ich Kontakt gehabt. Und es ging 2,5 Stunden, dann haben sie gesagt, Klaus, bring some bags from Monsanto. We want to try out these seeds. Und das haben sie gemacht. Das sind Biobauern der höchsten Stufe, oder? Aber ich habe dann mit ihnen diskutiert. Das sind ja auch amische religiös festgelegte, wunderbare Menschen, die ihren Glauben ja schon haben. Die brauchen nicht noch zusätzlich einen grünen Anhang des Glaubens. Die fühlen sich frei, neben ihrem Glauben noch Dinge zu machen als Bauern, die sie vernünftig finden, oder? Und so sollte es ja auch in der katholischen und protestantischen Kirche sein. Bei der protestantischen Kirche herrscht im Moment Generalstreik zu diesem Thema. Es ist unglaublich. Ich habe die Literatur dazu. Das ist nicht lustig. Dann, meine Frau ist ja Philosophin und von ihr habe ich viel gelernt. Und ich muss sagen, sie ist eine praktische Philosophin. Und sie hat viel geschrieben über Diskurs und über wie man die Dinge bewegen kann in diesen schwierigen Zeiten. Und sie hat ein Prinzip, die Frage ist die Bescheidenheit des Denkens. Das hat sie übrigens von einem ziemlich berüchtigten Nazi, dem Heidegger, übernommen.
der nicht nur Schlechtes geschrieben hat. Auch da muss man versuchen zu differenzieren, das Gute vom Schlechten zu trennen. Und das ist the question is the devoutness of thinking. Ich habe viel von meiner Frau als Philosophin, die praktische Philosophin ist, gelernt. Leider konnte sie heute nicht dabei sein, weil wir einen Golden Retriever haben, der noch nicht gewohnt ist, Zug zu fahren. Ja, greetings with a smile from Allah. Ich kann Ihnen, das ist eine echte Aufnahme von fliegenden Vögeln, zufällig. Und ich kann Ihnen auch Berichte produzieren der höchsten islamischen Gremien pro Gentech und pro moderne Züchtungsmethodik. Die können Sie alle haben, wenn Sie sie wollen. Ich habe die Originaltexte. Es ist also nicht so, dass die Muslime einfach die Schlechten sind und die Fundamentalisten und so. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, das wäre alles, was ich sagen wollte. Ich bin sogar in der Zeit geblieben. Aber unter.